Zurück in Red Dead Redemption 2, Folge 2. Begrüße euch hier wieder bei meinem Spielehighlight des Jahres. Man sieht einfach nichts. Sonst würde ich sagen, es ist dunkel wie ein Bärenarsch. Gut. Könnte auch beim Eisbären sein. Jetzt müssen die Grillen zirpen kommen. Nein, Spaß. Es ist wirklich abartig, wie sie diese Wetterverhältnisse dargestellt haben. Ich muss nur sagen, Rockstar gehört mit zu meinen Lieblingsstudios. Zu meinen Favoriten. Ach, wir suchen nochmal weiter John. Weiß ich. Denkt John, er ist eine Bergziege? Warum ist der hier oben? Ist der heftig? Was will der hier oben? Also, wenn wir John suchen, finden. Ja. A lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. We can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Almost there, Mark. Come on now. Da oben liegt doch was. Hey, look! Over there! Da ein Pferd, oder? Pferd? Ja, wo ist das Pferd? John was riding that horse when we left Blackwater. Let's see if he can hear us. Come on, up there. Man denkt, er oben wird's weniger kalt. Ich hab mich gerade gefragt, was das Gelbe war, was da so neben dem Blut lag. Deswegen habe ich etwas länger hingeschaut. Okay. Tu ich, Chef. Grab your shotgun. Come on. Was? Shotgun? Ach so, am Pferd. Ah. Ja, genug. Neu, aber ich sehe sie doch hier schon. Waffenpferd. Was? Tennessee? Waffen auf Pferd. Ich drücke links. Und jetzt? Gut. Come on. Ich hab bloß einen Waffenslot, ne? Das weiß ich ja nicht. Ich bin echt unerfahren, hab das Spiel noch nicht gespielt. Assassin's Creed Odyssey habe ich leider davor vor der Aufnahme schon ein wenig gespielt. Daher wusste ich da ein bisschen mehr Bescheid. Schön, dass wir jetzt hier so eine Eier, ne? Weil ich sie aber nur weiß, ne? Hab's mal. It's slippery, be careful. Aber clever, dass er in die Luft, geschossen hat. Ne? You're telling me. Careful, there's a drop here. Schau mal, wenn du hier ausrutscht, ne? Bist du weg? Careful here. Vorsichtig ist mein zweiter Name. Oh, warte. L3. Okay. Good now. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. Up here. Come on. Halte gedrückt. Die Wirkung deiner Gegenstände wird. Okay. Totenpfirsiche. Sauber leckeres. Ich würde sagen, wir nehmen das, ne? Das sounds closer now. Come on. What are you waiting for?
können das ja noch nehmen, ne? Die Dosen für sich hier. Sekunde, ich muss ein bisschen snacken, ne? Aber ich habe jetzt nicht aufgepasst auf das Tutorial, oder kann ich unten lang? Kann ich unten? Ach, Entschuldigung. Voll perplex, weil ich gerade einfach so happy bin, quasi. Immer normal. Der wollte zum Fluss, was macht er denn hier oben, wenn wir den suchen? Ja, es ist kalt, jetzt mach hin. Also die Pferde da oben, die stehen im absoluten Wind, die kippen da auch rum. Scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Ich glaube, die mögen sich nicht so, ne? Hab ich jetzt mal so rausgehorcht. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? Think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Oh shit. Look up there. Perfect. I'll distract him while you get to the horses. Go. Draw them off. Okay, here we go, John. We'll leave them to Arthur. We're getting you out of here. Distract them, Arthur! Now! Shoot! Oh, scheiße. Hey, back up! Stay back! Meine Fresse! Danke. Man, du zielst ja tatsächlich, wenn du schießt. Das ist ja voll kacke. Ey, könnte man die hier mitnehmen, ne? Ja? Wenn man wirklich Hunger hat, dann isst man noch Wölfe. Aber gut. Scheinbar sind das noch ganz zivilisierte Leute. Fast vom Pferd. Knew a fella got bit by a dog, died an hour later. You ain't gonna die, not yet. Alter, das ist krass, ne? Muss man immer auf die Uhr gucken. Ich sag mal, wir spielen bestimmt schon so 7 Minuten oder so. Verdammt, scheiße. Sag mal, ich schieße mit dem Revolver, wa? Look out on the right. More coming in on the left. Ey, schöne Scheiße. You see any more, Arthur?
Don't think so. Jesus. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. None of us are lucky right now. We should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know? Alter, die Pferde, ne? So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Okay. Yeah, come on. Let's push hard and get back. Yeah, see those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Das wird aber echt Blut, ne? Dass man nicht einen Wolf oder irgendwas anderes sieht. Gleich gehen die Türen auf, alle kommen raus. Safe. Can we get some help? We need some help here. Come on, help him down. You're alive. You're alive. Right, here we go. There we go. Ay, careful, idiotas. It's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Krasse Sache. Also, wir müssen die Zivilisation. Was war das? Oh, da gab's eine Trophäe. We found shelter. Jetzt los. Been resting here in some old abandoned mining town while we wait. Flackert immer noch. Hardly the spring I had been hoping for. Was war denn das gerade? Ey! Gibt's doch nicht. Ja, so eine Kacke. Hört aber auch nicht auf, ne? Das an der Playstation liegen? We have been shot at before, Jose. I don't feel that this is honestly anything new. I hope not. We had a bit of bad luck, but then the storm covered our tracks, so now we wait a bit, and we go back to Blackwater, and we get our money, or we get some more money, and we keep heading west. But we're heading east. For now. For now. We got this. We're safe. Stay strong, Hosea. Ich weiß nicht, ob das jetzt am HDMI-Kabel liegt oder an der Playstation. Das nervt mich gerade. Never. Good. Because you know me, son. I'm just getting started. Once we get some money, well, they better send some good men after us, because they ain't never gonna find us. But we need money. Of course, Dutch. Thank you, son. For your strength. It means a lot to me. Gut. Aber ich glaube, hier drinnen muss es ziehen wie Hechtsuppe, ne? Also es wurde drinnen ziehen wie Hechtsuppe. Alles kaputt. Dann dürfen wir hier schlafen. Wo da unten nicht irgendwas tot ist, irgendein Vieh gestorben. So scheint es zumindest auszusehen. Was kriegen wir hier? Haferplätzchen. Und Wundertropfen.
Gut, das war's, ne? Mir ist hier nicht drin, ne? Wir können jetzt einfach irgendwo hinsetzen. Und damit ans Feuer setzen? War ehrlich. Oder ich wollte weitermachen. Ich will jetzt nicht die Story damit versauen, dass es bei mir so komisch rumflackert. Ich weiß auch nicht warum. In der PlayStation eigentlich immer gut behandelt. Ich war jetzt nicht fies. Na, vielleicht brauchst du ein bisschen Pause. Ich habe ja keine digitale Version, sondern ich habe eine Version auf dem Laufwerk, so. CD. Was geht denn hier ab? Um deine Gefährten zu fokussieren. Also. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what? 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Gut verstehen tue ich sie, ne? Here, you take this. I can't use it and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Gut, wir gehen jagen. This way. Kennt man ja eigentlich auch schon aus der Preview, die ich glaube E3 oder Gamescom, ich weiß nicht von wo das kommt. Pitbull kenne ich das schon. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. Sure hope I can. Sobald ich jemanden zu auf die Pelle rücke mit anreiten oder so, kriege ich direkt eine heftige Vibration auf die Hände. Also ist wahrscheinlich nicht gut, wenn man die anreitet. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Yeah. Been a wild few days, all right. Been riding north from Blackwater, getting stuck in the storm, bringing John back in. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Ich möchte nicht immer so in diese Gespräche reinquasseln. Weil ich will sie ja selbst lesen, damit ich die Story verstehe und finde sie auch selbst ein bisschen, also das heißt ein bisschen, ich finde sie sehr interessant. Habe ich leider schon vieles verpasst, was ich nicht gelesen habe. Einfach aus Dummheit, weil ich irgendwas anderes war beschäftigt, zum Beispiel auf dem Handy gucken wegen der Uhr, die gleich noch aufnehme. Ja. Gut. Gucken wir mal. Oh, darf ich da selbst reiten. Schönes Ding.
patches of grass here. This is good. Come on, let's try this way. Keep your eyes peeled for movement. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh, stay quiet. Hey, stop here a second. I see something. Huch. Careful. There's deer been here recently. How can you tell? How can you not? Let's walk it from here. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. No, use the bow I gave you. That'll make too much noise. Gut. Well, stimmt, ich dachte, er hat den Bogen mit. Quiet as you can. Stay low and move slowly. Kommt er mit, ja. I think so. Ah, hier. Maybe not. Focus. Focus. Ah ja, hab schon verstanden, aber ich sehe es auch so. Noch. Keine Ahnung, das verschlechtert die Spur. Aber wenigstens schneit es ja nicht mehr so doll. Ja, hätte ich auch noch gesehen. Da ist es Vieh. Oh, mal ganz kurz am Auge kratzen. Oh. Meine Fresse. Wait, look. There they are. Are you ready with that bow? Try to hit him in the neck or head. Quick and clean. You can pull back quite hard. You'll feel when it's too much. Now, Arthur. Die verarschen? Ja, was ist das für eine heftige Kacke? Alter! Ist ja gar nicht mehr normal! Na, näher ran bringt's jetzt auch nicht. Ach, ich darf jetzt nichts Falsches machen, sonst rechne ich scheiß viel hinterher, ne? Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Kannst du vergessen, ey. Der macht das immer im falschen Moment. Oh. Ich bin echt doof. Also im Fahrgeber ging das einfacher. Komm doch her. Ey, das ist so schwer, ey. Alter. Scheiße. Ich glaube, das haben die extra gemacht, dass man es im First Try nicht hinkriegt. Ey, das ist nicht möglich.
Du hast genau eine Millisekunde ungefähr Zeit, da zu reagieren. Und danach ist Schluss. Somit gleich zwei Versuche, aber es ist wirklich scheiße schwer. Ich glaube, das ist einfach so gemacht. Das ist Hilfe. Egal, wo du hin arretierst, er arretiert immer in die falsche Richtung danach. Also Respekt, die es geschafft haben, das ist wirklich höchstes Level gerade gewesen, von der Schwierigkeit her. Gucken, was jetzt immer noch so ist. Ey, wenn dann, da habe ich keinen Bock mehr. Darf ich hier den Busch mitnehmen? Scheiße, ich sehe direkt den Kopf hoch. Nein. Ist denn da? Jetzt ist er ganz normal. So. Sobald ich jetzt aber spann. Gut, ja, ich darf halt auch nicht so lange spannen, das ist schon richtig. Ja, mach ich. Wart ab. Nicht so weit. Schon wieder versucht. Oder zwei. Oh, noch ein. Läuft. Drei. Meine Chancen verdoppeln sich. Aber er hat ja den Kopf und den Hals treffen. Ich hab nur mit dem Fuß geschossen. Aber ist egal. Welchen nehme ich denn jetzt? Ich glaube, den da oben. Ich soll die dann lösen? Huch. Tut mir leid. Oh, du armes Ding, ey. Hast du hingeschossen? Oh, das ist nicht gut. Oh, du blutest ein bisschen. Scheiße. Also ja, da ist ja noch die nächste, die nächste. Das nächste, was mir halt so gefällt an Red Dead Redemption, ist halt, die hier sind absolut mal viere Tiere. Und das ist gerade, wenn ihr Pokémon Go spielt und ein Pokémon fangt tut, dann ist es ja ein Pokédex-Eintrag. So, wenn ich jetzt ein Vieh erlege, ist das sowas wie Pokédex-Eintrag halt, ne? So glaube ich das zu verstehen. So, er holt das andere Vieh. Gehen wir zurück zum Pferd. Ach, wir können doch den Pferd pfeifen. Auch gut. Na, Honey? What's up? Boy. Was ja auch an Red Dead Redemption so schön ist, ist, du kannst halt nur das dabei haben, was dein Pferd halt hält, ne? Was anderes kannst du nicht machen. Was ich damit meine ist, jetzt ist mein Pferd so langsam, hallo. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht 10 Hirsche jagen und dann 10 Hirsche jagen oder 10 Hirsche mitnehmen. Nein, du kannst genau einen Hirsch mitnehmen und den hinten auf dem Rücken, auf dem Arsch des Pferdes verstauen. Das war's. Du kannst aber auch nicht wie in GTA Online eine Minigun aus dem Arsch ziehen oder so, weißt du? Und dann noch, was ich, alle Waffen. Die ist hier nicht so. Du hast genau das, was du tragen kannst. Das ist am Realismus ganz nah dran. So, wenn du dich hier nicht rasierst, dann siehst du ungepflegt aus. Wenn du dich nicht wäschst, dann, also es ist alles, was man sich denken kann. Die NPCs, also die Zivilisten, die merken sich alles. So, werde ich jemanden töten?
Es gibt Zeugen. Der Zeuge wird sich das merken, und wenn er mich das nächste Mal sieht, wird er wahrscheinlich verängstigt sein oder ihm Hilfe rufen, was weiß ich. Und wenn man jetzt jemanden tötet, das Spiel vergisst das nicht, dass du jemanden getötet hast. Die Leiche kann eventuell weg sein, aber es liegt überall noch Blut rum. Das Spiel ist der Hammer. Und es ist gerade schon, ich will gar nicht sagen, aber es ist schon 2 Uhr nachts und ich habe einfach immer noch Bock, das Scheißspiel zu spielen. Also, das ist kein Scheißspiel, das habe ich dazu gesagt. Ich quatsch gerade voll da rein, es tut mir leid. Aber ich will es einfach mal loswerden, weil sonst kriege ich hier keine Möglichkeit. Ja, aber echt einen Hammer Tag, einen anstrengenden Tag gehabt mit Arbeiten und hab mich trotzdem gefreut. Heute kam das Paket vom Mediamarkt und so, jawoll, geil, endlich. Und jetzt muss ich das leider noch auf die PS4 installieren. Das sind ja immerhin 81 GB das Spiel, das ist schon heftig. Und ja, immer noch voll Bock gehabt, ne? Bin zwar vorhin nach Hause gekommen, das Spiel installiert, noch ein bisschen technische was gemacht am Computer, damit das auch hört, also auch die Aufnahme, weil ich nehme den Ton, nehme ich zumindest über den Computer auf, weil über PlayStation auf, also Mikrofonaufnahme ist zum Kotzen, also das kommt meistens vom Computer. Das war ein bisschen tricky mit der Audiospur, die richtig zu legen, dass es synchron ist. Na gut, bringen wir da zurück und dann ist die Folge auch zu Ende. Und da muss ich mich langsam mal an eine Folgenlänge halten, weil die Folgen sind wirklich lang. Das killt nachher wieder mein PC, wenn er es rendern muss. Das dauert dann wieder 3 Jahre. Vielleicht schneide ich heute noch eine. Bin mir nicht sicher. See if we can find another way around. He must be real hungry. Stay well back. He's got a lot of meat on him. We've got enough here. No need to push our luck. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Aber er ist jetzt gefährlich, ne? Ob der uns nicht sieht. Expect this? What? Any of this? Blackwater mess? Being up here? Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh yes, Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. Seitdem ihr Kind ist bei dieser Band, ja. Das ist heftig. Yeah. Taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. I'm sure. Dutch saved me.
Und das ist der Anführer hier, ne? In der Bande. Oh, wir sind gleich da. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Bucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. Ah, dieses Pferdezähmen ist ja auch schon gut ausgeprägt. Wenn dein Pferd stirbt, stirbt's. Dann hast du halt keins mehr, dann musst du ein neues suchen. Egal wie du dein Pferd gelevelt hast, dann nimmt das Spiel keine Rücksicht. Heißt, beschütze dein Pferd und mach damit kein Dümpfes. I'm gonna hitch time over here. Brought some food back, boys! Get these over to Pearson. Thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. It takes a lifetime of practice to master. Well, well, well. Just drop it down in here. Bring it over then. Ich kann drücken, was ich will, macht nicht. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. Why, he loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes. Oh. Seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one you dumped on the floor there. Okay, heute. Okay, das Spiel ist echt ab 18. Also das heißt, ich Far Cry nicht getraut auf die Art. Yeah. Yeah, we said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah, well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Ja, gut, haben wir geschafft. Und ja, würde sagen, sehen wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder. In Red Dead Redemption 2, Folge 3. Bis dahin reingehauen. Sehen uns. Ciao.